Herr Meier geht ins Kino heute, statt fernzusehen wie andere Leute. Er ist ein Fan des Großformates und außerdem, so meint er, hat es den Vorteil, dass man sich bewegt. Mit anderen Worten, Meier legt viel Wert auf das gesunde Laufen. Indes, es ist zum Haare raufen, wie Meier läuft. Denn ziemlich viel Gesundheit setzt er da aufs Spiel. Zum Beispiel stört ihn hier das Rot der Ampel. Denn das Gehverbot, so denkt er, kostet ihn viel Zeit. Drum sucht er eine Möglichkeit, die Straße anderswo zu queren, wo Ampeln ihm dies nicht verwehren. Hier springt Herr Meier im Verkehr fast wie ein Hase hin und her. Und alle, die am Lenkrad sitzen, lehrt er das Gruseln und das Schwitzen. Dass Meier querfeld eingestartet, kommt allen gänzlich unerwartet. Bloß Meier, welcher dies verbockt, der zeigt als nächstes ungeschockt durch einen Sprung am Schutzgerüst, wie sportlich er noch immer ist. Das lässt sich nicht bestreiten, nur er springt genau in eine Spur. Hier kann nur Glück noch Rettung bringen. Und insofern ist Meiers Springen, auch wenn er es zu beherrschen meint, nicht so gesund, wie Meier meint. Fahr doch! Guck nur bis links. In diesem Fall beim Schnellverkehr, man fährt hier 70 und noch mehr, da ist der Bremsweg schon recht lang. Doch einem Sportler von dem Rang Herrn Meiers könnte es gelingen, zum Mittelstreifen vorzudringen. Und schon geschafft. Nun Fahrbahn 2. Ein bisschen Angst, gleich ist's vorbei. Jetzt zeigt er rasch noch, wie das geht, wenn er durch den Verkehr, der steht und gerade dabei ist anzufahren, hindurchrennt. Nun ist's genug, er macht jetzt Schluss mit seinem Training und fährt Bus. Und fragt sich plötzlich, wie das wäre, käme diesem Bus jetzt in die Quere ein irrer Typ von Meiers Schlage. Ja, das ist eine gute Frage. Doch halb so wild und froh wie nie steigt Meier aus. Nur Fantasie war's, die ihn narrte. Er greift zu seiner Eintrittskarte. Das Beiprogramm läuft gerade an. Herr Meier staunt nicht schlecht, dass man hier schon das Neueste von ihm bringt. Zum Beispiel, wie es ihm gelingt, wo Sprinter nicht vermutet werden, sich selbst und andere zu gefährden. Zum Beispiel, wie er mit Bravour das Gitter überspringt und nur durch Zufall noch am Leben ist. Zum Beispiel, wie er voller List sich auf zum Mittelstreifen machte und den Verkehr ins Stocken brachte. Und schließlich noch, wie er sein Leben riskierte, als er gerade noch eben hindurchkam durch den Ampelstau. Begreiflich, dass ihm ziemlich flau im Magen ist nach alledem. Doch wird es meistens unbequem, wenn wer wie Meier unbedacht erst selber jeden Fehler macht, bevor er glaubt, was längst schon klar und auch nicht schwer zu glauben war. Wird Meier dies Prinzip erfassen? Wir wollen uns überraschen lassen. In Meiers Kiez, da wissen alle, im Störungs- oder Kurzschlussfalle, bei Kabelschaden oder bricht ein Schalter ab, verlischt das Licht, dann holt man Meier, denn er ist in solchen Dingen Spezialist und hilft auch gern nach Werkstattschluss. Von sich aus und nicht, weil er muss. Hier spricht er gerade mit Fräulein Biene, denn hier streikt die Waschmaschine. Herr Meier war schon öfter fleißig bei Fräulein Biene. Sie ist 30 und wenn sie fleht, dass Meier käme, dann weiß er gleich, sie hat Probleme.
Er schwingt sich auf sein Rad. Indessen, er hat schon wieder mal vergessen, das Licht am Fahrrad ist entzwei. Man kann nur sagen, Schlamperei. Doch will er keine Zeit verlieren, das Licht am Rad zu reparieren. Der Fachmann fährt ganz ohne Licht. Er sieht nichts und man sieht ihn nicht. Und so verschluckt ihn rasch die Nacht, was auch die dunkle Kleidung macht. Hier irgendwo muss Meier sein. Er selber sieht den hellen Schein des Autos, doch für dessen Fahrer ist Meier fast ein Unsichtbarer. Zum Überlegen bleibt nicht Zeit, er weicht ihm aus, nach links sehr weit, von dort kommt einer ihm entgegen, die Bremsen kreischen Meiers Wegen. Der schleicht im Dunkeln sich von hinnen. Doch kann er sich jetzt gut entsinnen, dass man ihn jüngst erst zwischennahm, als er gerade aus dem Werktor kam. Ja, wo ist denn das kleine Dingelchen? So, also, der Name ist dahin. Früher hat es noch gebrannt, kannst du glauben. Also, Bürger. Noch schlimmer dann, weil sehr genau war kurz darauf der ABV, der nicht erst lange diskutierte und Meier einfach abkassierte. Auch ließ er ihn nach heftigem Tadeln so ohne Licht nicht weiterraden. Doch ging das Meier fast zu Haus, in dies Ohr rein, aus dem Ohr raus. Bei manchen muss erst was passieren, bevor sie Logisches kapieren. Gleich wird das sein, gleich wird er's fassen, denn hier, wo 70 zugelassen, ist er mit seiner Strampelkiste nur noch ein Fleck am Rand der Piste. Jetzt kommt eine Kurve, wie er weiß. Und wie er's merkt, wird ihm ganz heiß, das streicht an ihm vorbei wie ein Messer. Ein Rücklicht wäre entschieden besser, doch die Erkenntnis kommt zu spät, Herr Meier wird hinweggemäht. Als Meier wieder um sich blickt, hat man ihn gerade zurechtgeflickt. In seinem Kiez, da wissen alle, der Meister, der im Störungsfalle zig Volt und Ampere hat bezwungen, dem ist es leider nicht gelungen, zur rechten Zeit ans Werk zu gehen, um auch bei Dunkelheit zu sehen, wohin er fährt. Jedoch dies Licht für den, der fährt, genügt noch nicht. Gerade in der Dunkelheit gilt überall und jederzeit, man muss, um keinen zu gefährden, vor allem gut gesehen werden. Ja, jetzt kapierte Meier schnell. Man sieht's an seinem Bettgestell. So gut verpackt und auch deswegen hat Meier Zeit zum Überlegen. Schon wieder ist er etwas schlauer. So dass man hoffen kann, auf Dauer hat Meier, was sich tut, kapiert und alle Fehler ausprobiert. Zum Beispiel zeigt er jetzt, wie man durch falsches Parken lernen kann. Herr Meier geht wie jeden Morgen zum Kasten, um noch frei von Sorgen die Post zu holen und das Blatt, das er als Zeitungsleser hat. Hier sieht man klar, wie sonst nicht oft. Die Sorge kommt ganz unverhofft. Zwar ist er einerseits erfreut, denn in dem Brief steht, dass noch heute sein bester Freund nebst Frau und Kind bei ihm zum Mittagessen sind. Doch ist er andererseits entsetzt. Denn der Besuch, der zwingt ihn jetzt an diesem kurzen, knappen Morgen noch eine Menge zu besorgen. Er gibt Alarm für seine Frau, sagt ihr warum und ist genau nach 2 Minuten startbereit. Da muss ich auch jetzt noch einkaufen fahren. Nimm den Beutel für die Kartoffeln mit. Ach, Beutel, den lege ich hinten im Kofferraum. Und jagt davon. Die beste Zeit, die Meier je gefahren hat, holt er heraus bis in die Stadt. Und hier ergibt sich das Problem des Parkens. Denn er will bequem und möglichst ohne groß zu laufen, das, was er braucht, im Laden kaufen. An dieser Stelle klappt das nicht. Die anderen stehen dicht an dicht. Und hier, wo es ginge ohne Not, da ist natürlich Parkverbot. Doch Meier denkt, mal wird's schon gehen, ganz kurz im Parkverbot zu stehen.
Jetzt muss er noch aus dieser Halle Kartoffeln holen, denn die sind alle. Doch wird das Parken wieder mal für den, der es eilig hat, zur Qual. Frei ist nur noch der Übergang. Herr Meier zögert erst nicht lang, sein Fahrzeug passt genau hinein, man darf nur nicht zu ängstlich sein. Zwar ist der Übergang versteckt, doch wer um alles in der Welt muss gerade hier hinübergehen? Vom Parkverbot ist nichts zu sehen, stellt Meier noch befriedigt fest, bevor er diesen Ort verlässt. Ein Blick zur Uhr, er kann verschnaufen, denn dieses Rennen ist gelaufen. Den Zeitgewinn kann er noch nutzen, hier beim Friseur zum Haare stutzen. Doch was sich Meier diesmal traut, das ist der Gipfel. Er verbaut die schmale Straße ungeniert. Man darf gespannt sein, was passiert. Wo ist sein Wagen? Was ist geschehen? Doch das sind Fragen, die er zurzeit nicht klären kann. Der Freund kommt jetzt am Bahnhof an und er will pünktlich dort erscheinen. Verflucht, verflucht, es ist zum Weinen. Die Stirn schweißnass und feucht die Hände, trifft Meier ein am Bahngelände. Und peinlich wird's, als er erklärt, warum er mit dem Taxi fährt. Denn er verschweigt die ganze Latte von Parkverstößen, die er hatte. Erst war es hier und schließlich dort. Ganz plötzlich war sein Magen fort. Der Freund jedoch ist nicht so dumm, wie Meier hofft. Er ahnt, warum sein Kumpel keinen Wagen hat. Der steht jetzt draußen vor der Stadt auf einem Parkplatz weit entlegen. Was stammelt Meier grad verlegen? Er stammelt, was nach all dem Schrecken ihm gerade gelang, selbst zu entdecken. Ob nun zu Fuß, bei knapper Zeit, ob auf dem Rad, bei Dunkelheit, ob mit dem falsch geparkten Wagen, stets war die Quelle seiner Plagen sein Leichtsinn, seine Lässigkeit, die Regeln für die Sicherheit zu übergehen und zu missachten. Doch will er jetzt nach Besserung trachten. Das will ich nun auch ganz gewiss nicht wieder tun. Thank you.